Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marshmap ohne Gräben Version 3.1. Wir sind am Zuckerrüben ernten. Das kann sich auch noch ein bisschen hinziehen, ein paar Folgen. Hier sehen wir den einen stellt sich hier auch schön hin, ne? So mitten im Weg. Machen wir mal ein bisschen Platz hier. Ja, jetzt habe ich schöne Störgeräusche, auch toll. So, jetzt kann auf jeden Fall der Terrados wieder arbeiten. Oder? Jawohl. Der fährt weiter, auch wenn hier gerade nichts zu roden ist. Egal. Lassen wir ihn mal machen. Wir haben ja noch andere Sachen zu tun. Wir haben nämlich noch. Wir können gleich noch Milch wegbringen, aber erstmal. Hallo? Geht's hier hin? Weil. Das Feld haben wir nämlich abgeerntet. Das Stroh haben wir eingesammelt. Jetzt können wir hier weg. Und dann können wir hier nämlich eine Sämaschine hinbringen. Die paar Ballen, die wir hier haben, die verkaufen wir noch. Und ja. Heute ist der Beginn einer neuen Aufnahmesession und ja, ich war ja die ganze Zeit mit mir am Hadern, ob ich denn überhaupt, wenn die Vierfach-Map denn rauskommt, ob ich denn wechsle oder nicht. Und heute war Freitag. Heute war die 500. Folge von Fat Action auf der nordfriesischen Marshmap. Da hat er ein Special gemacht zur Vierfach-Map. Das habe ich mir angesehen. Es ging fast eine Stunde. Und ich muss sagen, wenn die Vierfach-Map da ist, dann wechsle ich. Das weiß ich wohl. Er sagte, die kommt so in ein oder zwei Wochen wahrscheinlich raus. Ich werde natürlich auch wieder auf die Version ohne Gräben warten. Ich hoffe, die gibt es ohne Gräben. Ich werde ihn da mal fragen. Aber wenn es die gibt, dann werde ich darauf auf jeden Fall spielen. Inwiefern das alleine Sinn macht, muss man da mal abwarten. Ja, bis ihr das bei mir sehen könnt, dauert das allerdings. Das wird nicht vor, ja, ich sag jetzt mal Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten wird das erst was werden. Weil vorher schaffe ich das gar nicht, weil ich jetzt ganz viele Folgen vorproduziere und dann bis Mitte Dezember nicht dazu kommen, neue Folgen zu produzieren, weil ich geschäftlich unterwegs bin, beruflich, und ja, und einfach keine Zeit habe, was ich ein bisschen schade finde, was sich aber nicht ändern lässt, und ich bin dann wirklich ja, also ich habe jetzt noch ungefähr eine Woche Zeit zum Produzieren, wobei ich in der Woche auch nicht wirklich viel Zeit habe, weil ich auch da schon sehr viel zu tun habe. Und wenn diese Woche um ist, dann bin ich zweieinhalb Wochen überhaupt nicht am, kann ich zweieinhalb Wochen lang überhaupt nichts machen. So, den lassen wir mal hier stehen. Was wir jetzt endlich mal machen, mal Milch wegbringen. Ja, wie gesagt, und ich komme dann nämlich bis Mitte Dezember nicht dazu, neue Folgen zu produzieren. Das heißt, wenn die nordfriesische Marshmap, die Vierfach-Map veröffentlicht wird, habe ich gar keine Zeit. Oder beziehungsweise bin ich gar nicht da, um die zu spielen und um euch was zu zeigen. Sehr schade finde. Aber na, ist super. Er hängt hier fest. Oh. Nichts, was man nicht mit ein bisschen Gewalt lösen kann, oder? So, Milch haben wir
mehr als genug hier. Können gleich mal gucken, was die, was unser Tiermenü sagt. Da muss ich sowieso mal reingucken. Ich befürchte ja das Schlimmste, wobei die Produktivität funktioniert ja noch bei den Schafen und bei den Kühen. Was mich ein bisschen wundert, ist schlechte Sauberkeit bei den Schafen. Muss man tatsächlich mal vor Ort gucken, was da ist. Ja, ich hatte ja auch mal einen Cosplay-Kurs zum Milch wegbringen gemacht, aber der funktionierte nicht. Ich weiß nicht warum. Jetzt müssen wir hier, hier weiß ich nicht, wie viele Ladungen Milch von Hand wegbringen. Hand ja nicht, aber manuell. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall wechseln. Es wird aber noch, bis ihr davon was sehen könnt, 4 Wochen dauern. Selbst wenn nächste Woche Freitag die neue Map rauskommt, habe ich dann keine Zeit, da irgendwas zu machen und zu spielen. Das nervt. Also ich kann zwar zwischendurch sicherlich mal spielen, aber eben nicht auf meinem Rechner, auf dem ich hier immer die Videos aufnehme, sondern nur auf meinem Laptop, weil ich einfach tatsächlich 3 Wochen, nein, stimmt nicht, 2,5 Wochen komplett unterwegs bin. Und, eben meinen großen Rechner nicht dabei habe. Daher keine Let's Plays produzieren kann. Aber ist ja auch nicht so wild, denke ich mal. Ich meine, Dead Action wird sicherlich direkt die Let's Plays produzieren, dann habt ihr auch einen Eindruck von der Map. Und das, was ich heute da in seinem Video gesehen habe, das ist schon echt gigantisch. So, wir wollten mal gucken, was die Tiere machen, ne? Tiere. Naja, so viel Milch habe ich da gar nicht. 5 Fahrten mit der hier noch. Das ist gut. Sonst ist alles im grünen Bereich. Das sieht gut aus. Sehr schön. Ja, gucken wir mal. Boah. Wenn ich nicht hier so eine Leitung haben wie in der Molkerei auch. Ja, unfassbar. So, voll. Los geht's. So, das heißt aber auch, dass ich jetzt in den nächsten Folgen, in den nächsten Wochen, bis ich dann zur nordfriesischen Marschmap wechsle, hier einen Ausverkauf starten werde und alles verkaufen, was nicht nied- und nagelfest ist, so ungefähr. Also zumindest alle Produkte, die wir gemacht haben. Es wird sicherlich dann auch so passieren, dass ich zwischendurch die Zeit einfach mal extrem hochschalte. Produziert der hier eigentlich gar nicht mehr? Warum nicht? Hat er kein Wasser mehr? Doch, Wasser hat er. Aber er hat keine Papierpaletten mehr. Na, Papierpaletten, die müssen wir lang und schmutzig haben. Ja,
Wir kriegen keine Milch mehr los, weil der Milchtank hier voll ist von der Molkerei. Das heißt, jetzt muss ich erstmal wieder zum Hof fahren und dann muss ich hier Papierpaletten herholen. Das kann ich ja gleich schön mit meinem MB-Trag machen. Aber der Klaas steckt im Verkehr fest. Ja, der kann Kraft es wieder nicht abzutanken, ne? Gucke ich mir gleich an, ich fahre erst eben zum Hof. Achso, automatisches Fahrlicht hier oder was ist das? Kannst du schon voll laufen lassen? Na, wo haben wir sie denn? Ah, funktioniert gut mit dem Wenden hier. Ja, das war jetzt schade, Pech. So, mal gucken, ob der Abfahrkurs denn funktioniert und ob der denn auch abkippt. Weil der andere Abfahrkurs, der fährt ja da vorne immer gegen eine Laterne. So, Zucker muss hier weg. Gut, der fährt nicht gegen eine Laterne. Gucken wir mal, woanders gegen fährt. Und ob er denn auch automatisch ablädt. Wenn nicht, würde mich mal interessieren, warum nicht. Weil er. Also, ich habe den Kurs genauso eingefahren. Ich bin also rübergefahren, genau wie ich es bei der Brauerei auch mache. Und der lädt bei der Brauerei dann ja auch von alleine ab. Aber hier nicht. Auch immer. Kann mir das jemand sagen? Weiß das jemand? Warum war das nicht noch? Ich weiß es nicht. So, und jetzt geht das gleich auch wieder schief, weil ja, da vorne mein. Weil er natürlich genau im Weg steht. Weil er genau in meiner Linie steht, wo ich lang fahre. Machen wir das von Hand, ist ja auch kein Problem. Thank you.
Er reiht sich schön ein oder was auch immer er macht. Ja, er fährt auf seine Warteposition. Es ist ja auch alles okay. Soll er alles machen. War vielleicht nicht besonders klug, wie ich den Kurs eingefahren habe. So. Du kommst jetzt mal mit. Wir fahren jetzt mal los. Zellstofffabrik. Weil die muss ja auch leer. Bringt ja auch nichts, wenn wir da dann so viel übernehmen. Hackschnitzel haben wir auch noch. Bis nach Mappen. Hier bei mir. Oder bei uns in. Na. Hofspeicher, Hofsiegen. Also da können wir dann auch noch einiges holen. Ja, das war's schon für diese Folge Let's Play LS17. Was war da denn? Voll der Sprung im Asphalt. Habt ihr das auch gesehen? Krass. Bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr eingeschaltet habt. Ach, dieses Teil kann ich auch noch verkaufen, was da gerade da. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet oder wenn ihr mir ein Like da lasst, einen Kommentar oder mich abonniert. Das wäre total toll. Und ja, dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag und nachher gibt es noch eine Ausgabe. In diesem Sinne, sag ich dann mal Ciao.